Und ja, ich finde deswegen Winterleben ziemlich cool und freue mich einfach hier wieder am Start zu sein. Wenn es euch auch gefällt, dass jetzt wieder Minecraft-Leben kommt und vielleicht auch mal Livestreams, lasst mir einfach mal eine positive Bewertung da und dann freut mich das natürlich sehr. Okay. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, aber alle meine Kisten sind voll. Egal. Hier. Hier, Little Future. Nimm ein paar Stück Brote. Ich werde jetzt gehen, ja? Ich werde gehen, ich werde dich jetzt verlassen und ich komme bald wieder, ja? Ich gehe nur für ein paar Monate in eine neue Stadt. Ich brauche einfach mal Abwechslung. Hier ist einfach nichts mehr. Das Ganze ist einfach nur noch eine Geisterstadt und ich kann dich halt leider nicht mitnehmen. Ich meine, in der neuen Stadt mit einem Pferd, was ist da eigentlich los? Aber pass einfach auf dich auf, ja? Mach's gut. Ciao. So. Hier ist das Schild zu meinem neuen Leben. Und damit herzlich willkommen, ihr Höhlenmenschen da draußen, zu meiner allerersten Folge Minecraft Leben Winter. Ja, das Ganze ist eine Winter Edition von Minecraft Leben. Und ja, das Prinzip ist ganz einfach. Wir sind hier genauso wie im alten Leben quasi auch auf einer Map. Und hier spielen wir zusammen. Ihr hört es wahrscheinlich schon, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich bin ein bisschen krank. Und ich versuche so gut wie es geht nicht hochzuziehen. Manchmal wird mir das wahrscheinlich nicht ganz klappen, weil meine Nase einfach komplett zu ist. Und ich war jetzt auch einige Tage nicht zu Hause, was auch daran liegt, dass ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen krank bin und dass eben keine Videos kamen. Ihr denkt euch so, ja, normalerweise bin ich der Erste, der sonst Leben hochlädt. Ja. Gut, hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber ja, viele von euch haben sich Minecraft Leben wieder gewünscht. Und nun sind wir hier quasi wieder in Minecraft Leben, in der Minecraft Leben Welt. Und ja, ich finde es einfach nur nice, dass sich jetzt wieder so viele zusammengefunden haben, um hier was Schönes auf die Beine zu stellen. Finde ich mega, mega toll. Und ja, ich denke, es werden auch wieder Roleplay-Folgen kommen. Und ich werde das auch immer so ein bisschen mit einbeziehen. Aber so richtige Roleplay-Folgen, Kurzfilme, denke ich, werden kommen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Lasst euch einfach mal überraschen. Bis Ende Dezember oder sowas wird das Ganze hier gehen. Oh mein Gott. Alter Schwede. Hallo, Herr Spieler. Was machen Sie denn hier? Ey. Dass ich den jetzt wieder sehe, krass. Ich meine, wie lange habe ich ihn jetzt schon nicht mehr gesehen? Und ich meine, sein Outfit hat sich auch ein bisschen verändert hier. Sieht auch aus wie so ein Helferlein vom lieben Weihnachtsmann. Naja, ja. Natürlich bin ich hier schick angezogen, ne? Ich bin ja auch ein kleiner Weihnachtsmensch. Aber ja, freut mich, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Und was ist das hier? Okay, sieht sehr verlassen aus, muss ich sagen. Sieht echt sehr verlassen aus. Dann ziehe ich hier einfach mal ein, Leute. Dann ziehe ich hier einfach mal ein. Place hier mal mein Schild. Hier wohnt Bums. Doggy. So. B. Doggy. Genau. Nice, Leute. Das hier ist unser Zuhause. Ich bin sehr, sehr froh, wieder hier zu sein. Und hier liegen schon ein paar Startsachen für uns bereit. Ich muss mal ganz kurz hier gucken, ob ich vielleicht Erde irgendwo habe. Ja, stimmt, hier habe ich noch Erde. Und hier ist natürlich auch überall Erde, ne? Das war natürlich jetzt so ein kleiner Scherz von mir. Ich müsste nämlich ein bisschen Kohle farmen, so wie es aussieht. Es sei denn, ich farme noch ein bisschen was an Holz.
Was jetzt natürlich auch nicht unbedingt verkehrt wäre. Ich meine, wenn ich hier die Bäume abpflanze, dann werde ich die natürlich wieder fresh anbauen. Also da braucht ihr euch wirklich gar keine Sorgen zu machen. Natürlich ist es jetzt für euch ziemlich dunkel. Liegt aber auch daran, dass ich mit Shader spiele. Das Texture Pack und den Shader werde ich euch natürlich unten in die Beschreibung verlinken. Plus auch die alte Leben-Playlist. Also wenn ihr sehen wollt, hui, was hat denn der liebe B-Doggy im alten Leben gemacht? Ja, da hatte ich nämlich einen Job beim lieben Herr Bergmann. Da war ich nämlich ganz, ganz fleißig immer so ein richtig toller Redakteur, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und habe einfach mal so ein bisschen bei den Spionagearbeiten geholfen. Und so einiges in dieser verruchten Stadt quasi aufgedeckt. Und ja, ich finde deswegen Winterleben ziemlich, ziemlich cool und freue mich einfach hier wieder am Start zu sein. Wenn es euch auch gefällt, dass jetzt wieder Minecraft-Leben kommt und vielleicht auch mal Livestreams, lasst mir einfach mal eine positive Bewertung da. Und dann freut mich das natürlich sehr. Wir haben jetzt wieder ein bisschen was hier an Holz bekommen. Ich mache ein bisschen Holzkohle daraus, Leute, denn ich möchte ja natürlich nicht, dass es bei euch in der Aufnahme irgendwie zu dunkel ist oder sonst was. Und deswegen gibt es denn hier erstmal schön ein bisschen Fackeln für euch. Ja, es gibt ein bisschen Fackeln für euch. Und die Kartoffeln hier packe ich mir mal hier rein, die beiden, weil die möchte ich dann gerne anpflanzen. Sobald wir genug haben, um uns eine schöne, naja, wie soll ich sagen, ne? Einen schönen Wassereimer zu machen, beziehungsweise einen schönen Teich, womit wir dann hier super schön alles farmen können. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe es am besten ist zu meinen für Eisen. Ich meine, das hier ist Gold. Das weiß ich sowieso. Aber wir brauchen ja kein Gold, sondern wir brauchen Eisen, Leute. Das ist natürlich jetzt erstmal für uns das Wichtigste. Aber vielleicht finden wir ja gleich mal Eisen. Das wäre natürlich ziemlich fresh. Mal schauen, mal schauen. Wir gucken auf jeden Fall in die Wände rein. In Zukunft werde ich das dann so machen, dass ich die ganzen Farmereien etc. alles natürlich nicht mit in die Aufnahme nehme. Oder zumindest nur ein kleiner Teil davon. Und den Rest werde ich natürlich, also zum Beispiel wie ich jetzt gerade an meinem Haus baue oder sonst was, das werde ich euch alles dann in der Aufnahme zeigen. Aber ich meine, wem interessiert es, jemanden zuzugucken, wie er farmt? Obwohl das normalerweise auch dazu gehört. Also wenn wir jetzt hier Aufnahmepflicht hätten, dann müsste ich das natürlich auch mit reinschneiden. Aber ich denke, dass das so überhaupt kein Problem ist und dass wir hier eine schöne Weihnachtszeit haben können. Ich meine, ich habe ja auch kein Advents-Special oder sonst was, aber das hier ist halt jetzt so mein Advents-Special, dieses Minecraft-Leben Winter Edition. Ich hätte zwar auch bei einem anderen Projekt mitgemacht, das wäre sich aber zeitlich nicht ausgegangen, leider. Aber ihr könnt ja gerne mal bei den Teilnehmern vorbeischauen. Das Projekt ist, glaube ich, von Flutzerra und und noch ein paar anderen. Also ist auch, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich coole Idee, was sie da, yo, Leute, wir haben den Checkpot, was sie da so für Ideen hatten. Und ja, ich würde sagen, wir bauen uns da jetzt mal so ein bisschen drunter. Ich meine, wir haben eine Höhle gefunden. Das ist sowieso immer nice. Weil Höhlen sind immer geil. Okay, war das jetzt gerade hier ein Silberfisch? Oder täusche ich mich gerade? Ne, ein Skelett ist das. Hört sich aber ziemlich crazy an hier. Das Texture Pack finde ich nämlich ziemlich cool. Also muss ich echt sagen. So. Hallo, Eisen. Ich brauche dich. Wo bist du? Hier muss doch irgendwo sein. Irgendwo, irgendwo, irgendwo. Musst du doch sein. Eisen, Eisen. Ich weiß gar nicht, ist das da oben Eisen? Nein, das ist Gold, oder? Ich finde irgendwie nur Gold, aber Eisen? Eisen finde ich... Da unten ist eine Mine, Leute. Oh, das ist sehr gut. Aber ich weiß jetzt... Moment mal, Leute. Da oben, da baue ich mich jetzt mal hoch, ja? Ich meine, das ist jetzt natürlich mega dunkel für euch. Das tut mir mega leid, aber... ich versuche natürlich... alles so schnell wie es möglich, so schnell es geht, nicht so schnell es möglich ist, natürlich aber auch so schnell es geht, für euch das hier zu farmen, um hier eine ganz, ganz schöne, frische
Folgenanzahl euch zu bieten und nicht immer nur, ihr wisst schon, so, ja, farmen, 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 weil das interessiert natürlich nicht jeden. So, vielleicht, oh, hier sind ein paar Fackeln. Ich weiß jetzt gar nicht, ob von Natur aus schon Fackeln in solchen Dungeons sind, weil so oft habe ich nicht das Glück, dass ich Dungeons finde, aber ich kann mir bei Gottes Namen nicht vorstellen, dass es hier Leute gibt, die noch nie da waren. Also, bei so vielen Menschen, die mittlerweile in dieser Stadt wohnen, kann ich mir echt schlecht vorstellen, dass es hier noch keiner gesehen hat. Für die Leute, die auch jetzt fragen, zum Beispiel, yo, was ist da los, warum keine Facecam, hast du jetzt schon wieder mit Facecam aufgehört? Oh Gott. Nein, ich habe natürlich nicht mit der Facecam aufgehört. Das liegt einfach nur daran, dass ich aussehe wie ein Zombie und ich euch das nicht zumuten möchte. Ich glaube, ich habe in Minecraft schon genug Zombies für euch. Ich glaube nicht, dass ich mich dann da auch noch als Untoter präsentieren muss. So, ich gucke jetzt einfach mal, dass wir hier auch noch ein bisschen Eisen zusammenbekommen. Aber so es sieht derzeit echt ein bisschen schlecht aus, muss ich echt sagen. Also ich dachte echt so vielleicht, ja, in der Mine ist ein bisschen Eisen, so lala. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es eine richtige Farmwelt gibt. Oh ja, natürlich. Also das wurde natürlich schon gelootet. Das war mir auch klar. Also ich hätte mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen können, dass das ungelootet ist. Ungelootet, Leute. Habt ihr den Witz verstanden? Nein, das hier ist alles ausgeleuchtet. Ich denke, das ist alles gelootet. Ich denke, dass wir dann einfach mal wieder Richtung Oberfläche gehen. Ich versuche natürlich so ein kleines Weihnachtshäuschen zu bauen. Also so ein schickes kleines Häuschen, ne? Nicht zu übertrieben, nicht zu fett, aber ein Häuschen, wo man sich halt wohlfühlen kann. Und ja, okay, hier ist noch nichts ausgeleuchtet. Vielleicht ist hier ja was. Wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück. Weil der Gang hier sieht natürlich sehr, sehr frei aus. Oh, da unten, da haben wir ja jemanden. Ich glaube, der möchte ein bisschen Stress machen. Ui. Ja, okay, aber er macht fast gar keinen Schaden. Okay, seinen Bogen haben wir nicht bekommen, dafür aber seine Pfeile. Das ist ja auch nicht so schlecht. Aber Leute, ich muss euch echt sagen, ich glaube, ich habe mich hier jetzt verlaufen. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich bin. Okay, hier ist auch noch alles dunkel. By the way, hat sich hier jemand hochgebaut? Also ich war das auf jeden Fall nicht. So, gucken wir hier nochmal, ob hier irgendwo noch ein Ohr ist für uns oder so. Also Eisen ist echt selten. Das ist zwei Herzen. Leute, ich würde hier nie wieder hinfinden. Ich mache mal ganz kurz die Koordinaten an, dass ich das im Notfall danach noch mir anschauen könnte. Aber ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie hier noch in der ersten Folge zu sterben. Sollte die Audio, by the way, die Audioqualität so ein bisschen schlechter sein und das Ganze so ein bisschen hallig sein, dann tut's mir leid, denn unsere super nette Putzfrau musste ja unbedingt alles aus meinem Zimmer rausräumen und deswegen halt sie ja auch so. Das tut mir leid. Okay, hier ist irgendein Gang. Ich folge dem jetzt einfach mal. Vielleicht komme ich ja jetzt da irgendwo hoch. Ach, das sind... Ah! Okay! Hier ist das Haus vom Eiermann. Ja, dann gehen wir einfach mal hier hoch, weil ich schätze einfach mal, dass es dann unser Nachbar ist, wenn wir dann bei ihm rauskommen, weil der hat hier so eine wunderbare Treppe, wo man sich nicht plagen muss und immer hochhüpfen muss. So, super. Und unser Haus ist dann schätzungsweise hier drüben irgendwo. Hallo, hallo? Häuslein, Häuslein? Wo ist mein Mäuslein? So, da ist es. Nice. Okay, Leute. Dann würde ich einfach mal fast behaupten, das war's von der allerersten Folge. Minecraft Winterleben. Ich meine, die Folge war jetzt nicht so spannend, aber ich wollte euch einfach mal so ein kleines... Ah, wie soll ich sagen? So eine kleine Einleitung geben in dieses Projekt. Es wird ab jetzt täglich Minecraft Leben kommen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr es feiert, lasst ein Däumelein nach oben da. Schreibt mir einen Kommi, wie ihr es findet. Und schreibt mir unbedingt Ideen, was wir alles so bauen können.
Und macht's gut, haut rein und ciao.